Sagen wir mal so, eine Wahrheit ist, wenn ich im Ausland unterwegs bin, egal wo, im Ausland, dann sagen die Leute, woher kommst du? Was sage ich dann wohl? Ich sage, ich komme aus Deutschland. Dann gucken die auch so wie du. Dann sage ich, ja, so sehen die jetzt aus. Das ist so. Und wenn du hier geboren bist und aufwächst und so aussiehst, dann bekommst du nicht automatisch einen deutschen Pass. Nein. In meinem Fall kriegst du einen türkischen. Mit dem türkischen Pass musst du dann zum Amt und deinen Aufenthaltstitel von dem Pass deiner Mutter übertragen lassen. Also bin ich zum Amt gegangen, kam dahin, die Frau am Amt sieht mich, schaut mich an. Das Erste, was sie sagt, ist, Ihren Ausweis. Ich denke, sag mal nix. Könnte lustig werden. Wurde es auch. Dann hat sie den Vorgang abgeschlossen, mir dann meinen Pass wiedergegeben mit den Worten, wenn Sie noch Fragen haben, können Sie in dieser Broschüre es in Ihrer Sprache, Türkçe, nochmal nachlesen. Was sagst du zu so einer Frau? Jetzt mal ehrlich, was sagst du? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins wäre, du hörst dir das an, stellst dich hin und sagst dann sowas wie, vielen Dank für die Information. Sollte ich noch offene Fragen haben, werde ich im Rahmen der Öffnungszeiten anrufen, diese offenen Fragen schließen. Kleiner Tipp von mir am Rande, Augen auf bei der Berufswahl. Das ist, ja, naja. Das ist eine Möglichkeit. Aber eine andere Möglichkeit wäre, arbeite mit dem, was da ist. Weißt du, wenn sie dich so anspricht, dann stehst du da, guckst sie an, machst dann ein Jackett zu und sagst dann sowas wie, Deutschland, gut. Weißt du? Na, da, weißt du, meine? Das, ne, dann bleibt das Bild ganz. So, das ist, aber ich finde die dritte Variante am allerbesten. Die dritte Variante funktioniert so, du stehst da, hörst den Satz, man guckt sich an, Stille entsteht, Spannung wird erzeugt und in diese Spannung hinein klingelt dein Handy und du gehst ran und sagst sowas wie, du, ich kann gar nicht, ich bin am Amt und du glaubst es nicht, die können überhaupt kein Deutsch hier. Da. Das ist, also, oder? Und, jetzt, guck mal, und wenn du als Türke wahrgenommen bist, gerade dieser Tage, dann erreichen dich ganz viele Zuschriften, Mails und Menschen, die dann erklärt haben wollen, warum denn so viele Türken den Erdogan abfeiern. Kann ich dir sagen. Der Integrationspolitik wegen. Hast du selber gemerkt, ne? Genau. Es gab nämlich keine. Noch nie, natürlich nicht. Angefangen vom Dicken, der damals immer gesagt hat, wie dicke Einwanderungsland. Über die Kampagne gegen die doppelte Staatsbürgerschaft, bis hin hier zum Horst Seehofer, der so Sätze sagt wie, wir werden uns gegen die Zuwanderung in die Sozialsysteme bis zur letzten Patrone sträuben. Und da wunderst du dich, dass die Hälfte der hier lebenden Türken Erdogan feiert? Einen größeren roten Teppich hätte man ja doch gar nicht auslegen können. Was hier passiert ist, Erdogan kümmert sich einfach um die Ausgegrenzten und Angeschossenen vom Seehofer. Und wenn dann Frau Merkel kommt und sagt, ja, von Loyalität redet, denke ich mir so, ja, Frau Merkel, Loyalität, das wäre schön gewesen. Ich weiß jetzt, was du denkst. Jetzt sitzt du da, deutscher, weißer, christlicher Zuschauer, echauffierst dich und haust dann so Sätze raus wie, der soll sich mal um seinen Erdogan kümmern. Entschuldigung, mein Erdogan? Habe ich da was verpasst? Das ist doch nicht mein Erdogan. Ich meine, ich habe genug zu tun mit meinem Kauder, meinem Dobrindt, meinem Seeopfer. Oder? Ich verstehe das nicht. Und wenn wir die Türkei gucken, ich gucke genauso hin wie du. Guck dahin und denk mir so, der Türkei, da können wir gratulieren. Die haben ihren ersten demokratisch gewählten Sultan. Naja, ist so, so, ne? Der, guck mal, seitdem er mit seinem Lieblingsfreund Putin widerspricht, nennt man ihn in der Türkei nur noch den großen Bosporussen. Ja. Und der Erdogan hat, bevor er zum Sultan gewählt wurde, noch so ein Demokratiepaket durchgewunken. Bin ich eigentlich der Einzige, der das lustig findet, Erdogan und Demokratie? Nein, warte mal, guck mal, den besten Gag hat er gebracht. In der Putschnacht, ne, hat er, als er zu seinem Volk sprach und sagte, die Menschen lädt er ein, auf die Straße und auf die Plätze zu kommen, um die Demokratie zu verteidigen. Da dachte ich, aha, welche Demokratie meint er wohl?
Vielleicht die, wo die 135 Parlamentarier ihre Immunität enthoben wurden? Oder vielleicht die, wo die Journalisten in den Knast gesteckt wurden? Oder die ganze Zeitung gleich platt gemacht wurde? Welche meint er genau? Im Grunde genommen ist es auch egal, weil dieser Putsch war vorbei, bevor der überhaupt angefangen hat. Um 22 Uhr war Putsch und um 4 Uhr war schon wieder Demokratie. Das war sozusagen ein Putsch to go. So. Also. Oh, ich muss los. Die nächste Anwendung.